ein kurzer Gedanke. Ja, ein neuer kurzer Gedanke, und der ist insofern gar nicht neu, vermutlich, weil es Ihnen oder vielen von Ihnen genauso geht. Ich möchte Ihnen kurz einmal mitteilen, was mich jetzt schon seit geraumer Zeit beschäftigt und was mich einfach auch ärgert. Im Zuge von Corona hat sich natürlich diese Krankheit oder dieser Virus wie ein Brennglas, das haben Sie oft gehört, über Probleme gelegt, die wir beispielsweise in der stationären Altenpflege, aber auch in der Akutpflege haben. Und einer der Punkte ist natürlich die Einsamkeit von Menschen mit Demenz oder überhaupt von Menschen in stationären Einrichtungen. Und das, was mich wirklich ärgert an dem Ganzen, ist zum einen A, dass kaum noch darüber gesprochen wird, und B, dass dieses Problem der Einsamkeit, dass das ein Problem ist, was es schon lange vor Corona gab und auch nach Corona geben wird. Das heißt, die Bekämpfung dieser Pandemie ändert relativ wenig daran, dass sich Menschen in Altenheimen beispielsweise häufig einsam fühlen. Das hat einfach damit zu tun, dass viele von ihnen sehr, sehr wenig Besuch bekommen. Und dass wir zum Beispiel mit solchen Dingen wie Videotelefonie oder mit Tablets zu arbeiten, damit man besseren Kontakt zu Angehörigen kriegt, all das wäre ja auch vorher möglich gewesen. Und wir haben das aber nie versucht. Irgendwie hat es diese Bewegungen ganz wenig gegeben. Es gab einige wenige Einrichtungen, die so etwas gemacht haben. Das heißt, der Weg, der ging meistens eher darüber, dass man versucht hat, einen großen Kreis von Ehrenamtlichen aufzubauen, um um dieser Einsamkeit oder auch der Langeweile, über die wir ja auch schon viel gehört haben und zu der es auch eine Menge Forschung mittlerweile gibt, um der zu begegnen. Denn viele von den Menschen, die in Einrichtungen leben, leiden unter Langeweile und Einsamkeit. Und es ärgert mich maßlos im Moment, dass man so tut, als ob einmal jetzt durch Corona dieses große Brennglas gekommen ist und wir haben jetzt entdeckt, dass es Einsamkeit und Langeweile in Altenheimen gibt und dass das verheerende Auswirkungen für die Menschen hat. Nein, wir reden seit Jahrzehnten darüber. Seit Jahrzehnten reden wir darüber, über Einsamkeit und Langeweile und was das mit uns macht. Spätestens seit der Zeit, seitdem wir angefangen sind, eine personenzentrierte Idee von Pflege zu entwickeln, eine personenzentrierte Haltung zu entwickeln. Das andere Problem ist natürlich, dass wir uns überlegen müssen, und auch da gibt es ja mittlerweile erste Richtlinien und erste Überlegungen, falls es nochmal zu so etwas kommt wie einer Pandemie, wie wir dann damit umgehen und ob es dann vielleicht nicht bessere Möglichkeiten gibt als diese absolute Kontaktsperre, die wir zeitweilig eingehalten haben. Insofern bleibt unsere Aufgabe die gleiche, die wir hatten vor der Pandemie. Herauszufinden, wie kommt es, dass Menschen nichts zu tun haben und dass sie sich einsam fühlen in stationären Einrichtungen häufig? Und wie können wir dem sozusagen begegnen? Wir müssen uns überlegen, wie viel sind uns die Menschen wert und wie sorgen wir dafür, dass die Menschen dort weiterhin in Kontakt bleiben. Denn das kann Pflege nicht leisten. Dafür ist Pflege auch nicht da. Sie hilft mit beim Beziehungsaufbau, im Zentrum pflegerischer Auseinandersetzung steht der Beziehungsaufbau und Beziehungsgestaltung, alles keine Frage. Aber all das kann natürlich das soziale Umfeld, was Menschen brauchen, um sich wohlzufühlen, um ein Mindestmaß an Lebensqualität zu haben, nicht ersetzen. Die Gefahr ist, wenn wir wirklich glauben, dass die Pandemie es ist, die sozusagen das Brennglas auf etwas legt und etwas aufdeckt, dann habe ich die Befürchtung, dass es in Wirklichkeit umgekehrt ist. In dem Augenblick, wo wir glauben, dass Probleme nur wegen der Pandemie da sind, glauben wir eben, dass die Probleme danach weg sind. Und dann ist es eben so, dass die Pandemie alles zudeckt und nicht alles aufdeckt. Nur ein kurzer Gedanke.